Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Review und wie schon angekündigt, ich bin immer noch beim ISWO und so sieht man vielleicht andere Location, andere Kulisse und so weiter, aber ich habe ja schon gesagt in der ersten Folge von der Auf die Dicken Tour, dass ich da vielleicht noch ein Review machen wollte, denn ich war wieder mal im Kino, eben zu Friedhof der Kuscheltiere, das Remake oder ja, kann man Remake sagen, auf jeden Fall, oder Neuverfilmung. Da ist wahrscheinlich irgendwo ein Unterschied, den ich nicht bemerkt habe oder den ich so nicht wahrgenommen habe, bevor ich in den Film reingegangen bin. Jemand hatte dazu mal was gepostet, dass da eben auch Eigeninterpretationen dann reingenommen werden, dass nicht einfach nur dieser Teil, den es gibt, genommen wird und einfach nochmal direkt so neu gedreht und aufgewertet, sondern dass man das mit künstlerischer Freiheit nimmt und neu verfilmt, um eigene Aspekte einzubringen. Und ja, das war dann auch so, denn ich muss sagen, so brutal es klingt, das Beste an dem Film, fand ich, war der Trailer. Hey! Und ich habe mich so riesig gefreut, seitdem ich den Trailer gesehen habe, habe ich immer gesagt, boah, ich muss da rein. Schon, ich wusste nicht mal, was für ein Film das ist, als der Trailer das erste Mal lief und hast nur gesehen, da stehen welche, reden und plötzlich fährt dieser LKW vorbei und es alle sind erschrocken und ich, Alter, das ist Friedhof der Kuscheltiere. In welchem anderen Film gibt es sonst so eine viel stark befahrene Straße mitten da, die so in den Vordergrund mit so einer Szene gerückt wird? Und tatsächlich, es war Friedhof der Kuscheltiere. Und ab dem Moment war ich wirklich so gehypt auf den Film, hab gedacht, oh mein Gott. Und dann war der Trailer natürlich wieder so richtig krass geschnitten, so richtig krass zurecht gemacht. Alles Brutale, alles Splatter-mäßige, alles Schockierende, alles Gruselige, alles wurde zusammengepackt in den Trailer, reingeknallt, Stück für Stück mit Musik untergelegt, richtig Spannungsaufbau und es war so gut geschnitten und so gut gemacht. Ich habe gesagt, du musst da rein, das wird so ein richtig krasser Film. Aber genau wie bei Halloween, eben die Neuverfilmung oder Remake oder wie auch immer, wo ich sagen muss, da bin ich auch mit so großen Erwartungen reingegangen, bin dann raus und habe gedacht, der Film ist eigentlich so komisch gemacht, die Schauspieler, was sie für Rollen haben und wie die sich da geben und wie das alles abläuft. Das war für mich totaler Schwachsinn und total stumpf alles und viele haben gesagt, ja, das ist der beste Halloween-Teil und das ist richtig genial. Ich habe gedacht, wow, du kannst mittlerweile, früher sah das alles so billig und modrig aus, wenn die da mit ihrer Maske rumstehen, die zerzausten Haare, das wirkt alles so billig hingeklatscht. Und heutzutage wirkt das alles dann natürlich viel gruseliger und viel genialer. Du hast viel bessere Effekte sicherlich dabei und war bei Halloween eben schon enttäuscht, dass der Film eigentlich richtig langweilig war. Und wenn er gerade nicht langweilig war, war er so sinnlos und da, ich konnte den einfach nicht ernst nehmen. Bin dann noch raus, wo ich dachte, was ist das für ein Ende? Das ist das langweiligste Ende, was je in einem Halloween-Film damals passiert ist. Da eben so viele Enden da waren und so viele Aktionen musste der einstecken und das Ende von Halloween dann war einfach nur, ja, fertig, ne? Und ich dachte, was? Das kann es doch nicht sein. Und so ein ähnliches Gefühl hatte ich eben jetzt bei Friedhof der Kuscheltiere. Den Trailer gesehen, reingegangen, sich übelst gefreut, Film angefangen, aufgebaut. In den ersten Szenen habe ich auch noch gedacht, ja, das wird richtig krass. Denn gerade auch den Schauspieler, der den Vater da gespielt hat, den kannte ich ja noch von, der hat, glaube ich, bei Terminator, bei dem fünften Teil oder so, auch mitgespielt. Fand ich richtig cool, habe mir den auch gerne angeguckt, also da kann ich nichts meckern, der als Arzt also agiert. Die erste Szene, die auch richtig brutal war, als eben dieser Mann angefahren wurde und bei ihm ins Krankenhaus eingeliefert war und der sah so bestialisch aus, zugerichtet und da habe ich gedacht, boah, hoffentlich ist mehr in dem Film zu sehen, gibt es mehr solche Sachen, schließlich wird ja dann der Junge überfahren, habe ich gedacht zu dem Zeitpunkt, und die Katze stirbt und die bekriegen sich alle und da gibt es bestimmt richtig deftige Szenen in dem Film noch, wenn schon am Anfang, dass diese Nebenfigur so krass dargestellt wird auch und so schockierend, dass das ganze Hirn rausgeguckt hat und rausgeschaut hat, aber vielleicht ist man da ein bisschen zu sehr verwöhnt, das ist ja jetzt, soll ja kein Splatterfilm sein, sondern eben nur ein Horrorfilm und das ist vielleicht auch das Problem. Ich bin da reingegangen und habe wirklich
so Splatter-Elemente erwartet, so richtig brutale Szenen, die dann eben ausblieben. Stattdessen gab es wieder irgendwelche, sagen wir mal, Science-Fiction-Szenen oder irgendwelche, ja, Geister- und Dings-Szenen, die aber gar nichts dann mit der eigentlichen Sache zu tun hatten, sondern die Frau von ihm in ihre Nebengeschichte erzählt hat aus ihrer Kindheit mit ihrer Schwester, wo ich fand, muss das da mit rein? Ist das wichtig? Braucht man das? Ich wollte doch einfach nur diese Familie und wie das alles so passt. Aber da hat jeder natürlich wieder seine eigenen Probleme gehabt und mitgebracht. Mir war auch nicht bewusst, ich dachte wirklich, damals war es so, die Familie ist dahin und der Junge wurde überfahren und dann bei der Katze hat das funktioniert, also wollen die den Jungen auch zurückholen. Da hatten die ja plötzlich aber jetzt einen Jungen und ein Mädchen und du denkst, okay, der Junge wird überfahren, plötzlich doch nicht, plötzlich dann das Mädchen und weiß ich nicht. An sich war es erst natürlich lustig, als sie dann zurückkam mit ihrem zermatschten Auge, als sie die ganze Zeit so schräg geguckt hat und er hat sie da gebürstet in der Wanne und ja, klingt auch wieder, hat sie da gebürstet in der Wanne. Aber das war dann eher, ja, für einen Moment irgendwie sympathisch und lustig, aber dann irgendwie wieder total dumm und auch das Ende einfach nur, okay, der stirbt und die stirbt auch und alle sind tot und jetzt sind alles so und fertig und was bleibt übrig? Dann der Junge, so nach dem Motto, also ich konnte mit dem Ende nicht wirklich was anfangen, ich weiß nicht. Ich habe davon den alten Filmen noch in Erinnerung, da waren richtig gute Sachen dabei, früher gab es kaum Mittel, irgendwas großartig umzusetzen, aber das sah früher richtig heftig aus. Da waren die Effekte noch handgemacht, da war das alles auch sehr blutig, da war das so dieses alte Feeling, alte Flair. Nicht diese großen, hochauflösenden Bilder, wir klettern auf den Berg und es donnert und blitzt und oh mein Gott und ah. Auch diesen alten Mann, so total schwachsinnig mit, ja, ich bring dich dahin und ja, ich sag nicht, was ich jetzt mache und nö, wieso, ist doch okay und ja, das war mein Fehler. Ich hätte ja sein können, es klappt und total, weiß ich nicht, so extrem stumpf einfach nur dahin gekackt. Hat mir nicht so gefallen, den Typ fand ich eigentlich lustig, aber irgendwie im Endeffekt doch nicht. Mein Cousin war ja auch mit dabei, das sind normalerweise solche Charaktere, die wir einfach übelst feiern, aber es hat irgendwie was gefehlt, finde ich. Man konnte den nicht so ins Herz schließen oder so richtig dope finden. Es war eher alles so oberflächlich und eigentlich war der dann auch komplett egal. Und auch die ganze Familie drumherum, das ganze Getue, war das einfach dann irgendwo zu wenig. Ich habe auch irgendwie noch im Kopf gehabt, ja, das ist das Problem, weil man immer vergleicht. Ich habe auch irgendwie im Kopf gehabt damals, dass irgendwie auch der Vater dann umgekommen ist und dann auch zurückkam und er saß dann immer als halber Zombie am Tisch und hat die ganze Familie angekackt und alles halt hier runtergehangen und dann, oh, dann hat er sich immer übelst aufgekoffert. Das war lustig, die Figur, wie die dargestellt war. Was jetzt eben nicht so war, kann aber auch sein, dass das bei Friedhof der Kuscheltiere 2 war. Ich hätte mir vielleicht trotzdem den ersten Teil nochmal angucken sollen vorher. Aber selbst wenn ich das nicht gesehen hätte, hätte ich irgendwie trotzdem mehr erwartet. Ich weiß nicht. Es gibt ja viele Remakes oder Neuerscheinungen wie bei Evil Dead, wo alle sagen, ja, an das Original kommt nichts ran. Aber das Remake von Evil Dead, also nicht Vater, sondern Tod, wo die dann einfach in dieser Waldhütte sind mit dem Buch und dann der Fluch und dann wird die da vor dem Baum vergewaltigt im Wald und dann wird die so, wird die ein Dämon und will alle umbringen. Das fand ich cool, die Hütte sah gut aus, die Leute waren interessant, jeder hat so seine Rolle gespielt, das war richtig gruselig, das hatte brutale Musik, das war gut in Szene gesetzt, das war inszeniert, das war deftige Kost, also wenn man es ungeschnitten jetzt geschaut hat, da finde ich, funktioniert sowas auch, so ein Remake funktioniert, obwohl viele gesagt haben, ja, das Remake war totaler Mist und nichts geht ans Original ran. Das Original kannte ich da noch gar nicht, ich habe mir dann später das Original mal angeguckt zu Evil Dead. Muss sagen, das fand ich eigentlich nur kompletten Trash und eigentlich richtig dumm, aber weil viele das ja feiern und sagen, ja, das ist der beste Film, den es je gab, hat das vielleicht trotzdem irgendwie was Nostalgisches dann anzusehen, diese billigen Kack-Sachen, aber an sich ist, würde man sowas nicht als großen Gruselfilm oder Meisterwerk sehen, denn anstatt gruselig zu sein, war der Film eigentlich eher witzig und übertrieben, überladen und trashig.
Was bei dem Remake meiner Meinung nach dann nicht so war, bei Evil Dead, der war einfach richtig düster und brutal. Da war nicht viel, boah, das ist lustig oder das ist so dumm, dass ich wieder lachen muss. Der war einfach düster und brutal und der hat einfach das richtig gut eingefangen, auch diese Geschichte nochmal verpackt. Bei Friedhof der Kuscheltiere sehe ich es aber jetzt andersrum. Da fand ich, war eben dieses sozusagen trashige, überspitzte, lustige, aber auch gruselige im Original vertreten mit diesem Oldschool-Flair von damals. Und jetzt, das sah einfach, war alles neu und modern, wo man dachte, da kommen die krassen Effekte wie bei Evil Dead, ist dann aber ausgeblieben. Eigentlich gab es sowieso nur zwei Szenen oder so im ganzen Film, die etwas brutal waren oder ein bisschen Blut gezeigt haben, weil das meiste, was passiert ist, wurde einfach wieder nicht gezeigt. Und sowas mag ich halt einfach überhaupt nicht. Ich möchte bitte wirklich auch sehen, was da los ist. Das ist ja nichts Schlimmes. Es gibt auch Filme ab 16, die zeigen so viel. Und dann gibt es Filme ab 18, die zeigen einfach gar nichts. Und das ist einfach ein Unterschied. Und deswegen war ich trotzdem irgendwo ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ihr den Film schon geschaut habt. Aber viele haben dann auch geschrieben in Facebook, gerade als ich das Bild gepostet habe, mach's nicht. Nicht, dass die schönen Erinnerungen kaputt gehen, tu dir das nicht an, schau dir nicht den neuen Film an, mach das nicht und du wirst enttäuscht und hin und her. Leider muss ich zugeben, meistens haben die Leute immer eine komplett andere Meinung als ich, aber da war es im Prinzip dasselbe. Ich habe das dann gefühlt, ich habe gemerkt, was die Leute gemeint haben, denn mir ging es auch so. Ich bin auch dann rausgegangen, habe gedacht, okay, eigentlich hättest du den jetzt gar nicht gucken müssen. Wenn du den nicht geguckt hättest, du hättest auch nichts verpasst. Das ist schade, denn ich habe eben was anderes erwartet. Der Pikachu-Film läuft auch noch, den wollte ich eigentlich auch noch gucken. Da glaube ich, der gefällt einem sicherlich besser als alles andere, weil es wieder sowas ist, was lustig sein soll, ans Herz geht, sehr abenteuerreich. Aber bei Horrorfilmen kann man wirklich einfach viel falsch machen. Bei Horrorfilmen, die leben eigentlich nur davon, dass es gruselig sein muss und dass es brutal sein muss vielleicht. Aber wenn dann alles rausgeschnitten wird und alles sinnlos erscheint, dann funktioniert ein Horrorfilm ohne solche Elemente einfach nicht mehr. Bei einer Komödie kann man nicht viel falsch machen oder bei irgendwelchen lustigen Filmen oder Abenteuerfilmen oder keine Ahnung. Diesen Fighting with My Family wollte ich ja vielleicht auch noch schauen mit The Rock, obwohl der vielleicht nur eine Nebenrolle spielt. Oder eben dieses Fast and Furious Spin-Off mit Jason Statham und The Rock. Da ist also noch einiges, was auf einen zukommt. Aber Friedhof der Kuscheltiere, leider nicht so der Bringer. Im Prinzip genauso eine Enttäuschung wie eben die Neuverfilmung von Halloween. Auch wenn viele sagen, das war der beste Halloween-Teil, so gibt es viele Leute, die auch sagen, das war gar nichts. Und hier eben auch, viele sagen, ja, der war ganz cool. Und dann gibt es viele, die sagen, das war der letzte Dreck. Guckt euch das Original an, das ist cool. Der Film war einfach nichts, nur wieder Geldmacherei. Aber ja, so kann man das eben machen. Das war's aber von meiner Seite aus. Schreibt ihr einfach mal eure Meinung nochmal unten in die Kommentare. Wenn ihr den Film gesehen habt, wie fandet ihr den Film? Habt ihr es bereut, ihn gesehen zu haben? Würdet ihr den sogar nochmal gucken? Und wie ist jetzt der Vergleich zu den Originalen? Was findet ihr besser? Schreibt's mal rein, würde mich interessieren. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.